Insat TV. Land und Leute sind unsere Stars. Ein Heidmannsheim für mich und meine Freunde, oft aus die Büchse sicher knall. Das Restaurant Bauböck in Gurten. Hier geben sich Promis und Einheimische gemeinsam die Türklinke in die Hand. Und das aus gutem Grund, denn die Wirtsleute legen großen Wert darauf, dem Gast ein kulinarisches Wohlgefühl zu geben. Zur Wildbretteröffnung sind unter anderem Feinschmecker aus Salzburg, Linz, Hamburg und der Schweiz gekommen. Die Gaststube ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Nachfrage wäre weit größer, aber das ist also ein bisschen Roulette. Wer ist an diesem Abend da und wer ist an diesem Abend dabei? Und es ist immer wieder nicht nur für uns Köche oder Service eine Herausforderung. Es macht uns riesen Spaß, Gastgeber in diesem Fall zu sein. Das heißt, es ist eine Auszeichnung, wenn man bei Ihnen speisen darf? An diesem Tag wie heute eher schon. Zur Wildbretteröffnung wird ein fünfgängiges Menü der Extraklasse serviert. Begonnen mit einer schönen Pastete vom Feldhasen mit Räucherbirne und Brioche. Als zweiten Gang gab es eine Imviertel-Reibgerstelsuppe mit einem gekochten Rehleberknödel. Als dritten Gang servierten wir herrliche Wildschweinteigtascherl mit Basilikum-Pesto auf ein bisschen Rucola-Salat. Als vierten Gang ganz klassisch gespicktes Hirschkreiserteil in einer milden Wildpfeffersoße mit Johannisbeerrotkraut und Servettenknödel. Und als krönenden Abschluss servierten wir ein ganz musiges Törtchen aus Nougat und Valrhona-Schokolade mit Sorbet von der Dirndlkirsche. Die Eröffnungsgäste sind begeistert. Es hat sich also gelohnt, von weit her anzureisen. Wir sind durch Freunde hier aus Österreich hier. Wir kommen eigentlich aus Hamburg und sind hier glücklicherweise heute zu diesem schönen Abend eingeladen worden. Seit vielen Jahren versuche ich schon, einen Termin einmal zu ergattern. Und heuer haben wir es geschafft, in der gemütlichen Runde, wie wir jetzt da beieinander sitzen, dass wir heute das da genießen können. Die vorzügliche Wildküche ist ja weit über die Grenzen hin bekannt. Wir haben von Freunden gehört, die waren schon bei da, dass da eine sehr gute Küche ist und nette Zimmer. Jetzt haben wir beschlossen, dass wir heute also zur Wildküche bei der rauffahren. Ich komme aus Linz, bin extra angereist nach Gurten, weil Gerhard Bauböck finde ich als ausgesprochen guten Koch. Ich muss sagen, immer wenn ich in sein Lokal komme, habe ich Freude, habe gutes Service, habe gute Küche. Die Eröffnung ist immer sehr schön. Ja. Die Untermalung, die musikalische Untermalung und in Kombination mit dem guten Essen. Ja. Der Küchenchef schwört auf Spezialrezepte. Speziell bei der Wildzubereitung können viele Fehler gemacht werden. Der größte Fehler bei Wildzubereitungen ist immer wieder, dass man zu viel Hitze auf kurze Zeit nimmt und es ist viel besser, sich lange Zeit zu nehmen und lange gart. Abgerundet wurde der Abend durch die musikalischen Einlagen des Gurtner Waldhornbläser-Ensembles.